Augsburgs ehemaliger Oberbürgermeister Adolf Sauerland sieht auch 10 Jahre nach dem Love Parade-Unglück die Schuld nicht bei der Stadt. Im Interview mit der Rheinischen Post wies er die moralische Schuld von sich selbst. Er habe laut eigener Aussage die Love Parade nie gewollt. Auch die politische Verantwortung habe nicht bei der Kommune gelegen. Wer sich die Einstellungsverfügung des Strafprozesses am Landgericht genau durchliest, wird auch nicht zu einem anderen Urteil kommen können, sagt Sauerland. Der 65-Jährige sprach in dem Interview auch über sein Verhältnis zu Hinterbliebenen und Verletzten. Zu einigen pflege er seit Jahren ein gutes, fast freundschaftliches Verhältnis. Sauerland wurde rund 1,5 Jahre nach der Love Parade in einem Bürgerbegehren abgewählt. Die Stadt Duisburg musste einen neuen Todesfall infolge einer Corona-Erkrankung melden. Laut Angaben der Stadt sind nun insgesamt 61 Duisburger nach einer Infektion verstorben. Insgesamt ist die Zahl der Akuterkrankten rückläufig. Erstmals seit dem 22. März ist die Zahl der aktuell Infizierten unter 100. 99 Menschen sind in Duisburg derzeit mit dem Coronavirus infiziert. 1774 Duisburger sind bislang in Summe positiv getestet worden. Insgesamt knapp 26.400 Corona-Tests hat das Gesundheitsamt durchführen lassen. Die Stadt Duisburg und die Duisburger Verkehrsgesellschaft haben Änderungen im neuen Nahverkehrsplan angekündigt. Ab dem 12. August sollen die Neuerungen greifen. Davon sollen vor allem Berufstätige profitieren, heißt es in einer Stellungnahme. So fahren Busse und Bahnen samstagmorgens zukünftig nach den Betriebszeiten, die montags bis freitags gelten. Die ersten Fahrzeuge fahren demnach ab ca. 4 Uhr. Der Takt ändert sich nicht. Darüber hinaus gibt es viele Änderungen bei der Anfahrt von Haltestellen überall im Stadtgebiet. Die genauen Änderungen sind auf der Internetseite der DVG einzusehen. Erst im Oktober hatte die Stadt die Linienführungen und Fahrpläne im gesamten Stadtgebiet umgestellt. Für den neuen Verkehrsplan ernteten Politik, Verwaltung und DVG viel Kritik von Kunden. Ein Rechtsanwalt aus dem Love Parade-Prozess muss sich wegen Betrugs selbst vor Gericht verantworten. Der 52-jährige Anwalt soll im Prozess vor dem Duisburger Landgericht versucht haben, ein vermeintliches Opfer zu vertreten. Dabei war ihm laut Anklage aber bewusst, dass der Betroffene wahrheitswidrig eine Erkrankung als Folge des Love Parade-Unglücks nur vorgeschoben habe. Als die Staatsanwaltschaft Duisburg dann ärztliche Belege zum Nachweis der Betroffenheit einforderte, soll der Anwalt Mutter und Schwester des Mannes aufgefordert haben, mit eidesstaatlichen Versicherungen die falschen Angaben zu bestätigen. Der Prozess beginnt am 7. August vor dem Landgericht Aachen. Die Kindernothilfe freute sich im letzten Jahr über viele Spendengelder aus Duisburg. Mit mehr als 115.000 Euro spendeten die Duisburger die deutschlandweit dritthöchste Summe für die Kinderrechtsorganisation. Grundsätzlich kann sich das Jahr 2019 für die Kindernothilfe sehen lassen. Der Ertrag ist in 2019 um fast 4 Millionen Euro gestiegen. Der Großteil der Einnahmen geht mit rund 80% auf Spenden zurück. Mit dem Geld konnte die Kindernothilfe mit ihren Partnerorganisationen mehr als 2 Millionen benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt schützen und fördern. Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit 1992 jährlich das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Nach einem Autounfall in Duisburg-Düssern am Montagnachmittag mussten 5 Personen verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizeiangaben bog eine 47-jährige Frau trotz roter Ampel von der Schweizer Straße links auf die Windgensstraße ab. Eine entgegenkommende Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und die Autos prallten zusammen. Alle 5 Insassen beider Autos mussten danach ärztlich behandelt werden. Die Stadt Duisburg setzt mit Street Art ein Zeichen gegen Rassismus. In Meiderich ziert ein 3D-Bild die von der Marktstraße unter dem Motto "Baut Brücken, keine Mauern". Von den Künstlern heißt es, sie haben ganz bewusst 2 unterschiedliche Hautfarben gewählt, um auf Rassismus aufmerksam zu machen. Das Kunstwerk ist im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden, der die Kunst auch in Zeiten der Corona-Pandemie fördern will. Weitere Street Art-Kunstwerke sollen in den kommenden Wochen in verschiedenen Stadtteilen vorgestellt werden. Mit viel Sonne und wenig Wolken ging es heute in Duisburg durch den Dienstag. Der Mittwoch zeigt sich ganz ähnlich. Die Sonne behält die Oberhand, ab und zu sorgen aber auch Wolken für schattige Phasen. Es bleibt warm bei Höchstwerten von 22 Grad.
Der Donnerstag startet mit strahlendem Sonnenschein. Bis zum späten Nachmittag hat die Sonne freie Bahn. Dann ziehen auch einige dichtere Wolken auf. Die Temperaturen legen noch einmal zu und steigen auf bis zu 25 Grad. Am Freitag wird es wechselhaft. Die Sonne hat es wieder schwerer gegen die Wolken. Ab und zu sind auch leichte Regenschauer möglich. Das Thermometer schafft es noch auf maximal 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, in Duisburg wird am Mittwoch unter anderem auf der Grazer Straße in Buchholz und auf der Kommandantenstraße in Neudorf Süd das Tempo kontrolliert. Dazu behindern Baustellen vielerorts die freie Fahrt. In Althamborn gibt es eine Vollsperrung auf der Glückaufstraße. Betroffen ist der Bereich zwischen Bremenstraße und Steigerstraße. Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und in Neumühl gibt es eine Teilsperrung auf der Lehrerstraße. Die ist zurzeit zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Albert-Einstein-Straße umfunktioniert. Für den öffentlichen Nahverkehr sind Ersatzhaltestellen eingerichtet. Bis Ende Oktober ist hier mit Einschränkungen zu rechnen. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.